Okay, so viel möchte ich zu diesen einteiligen Zuständen zusammenstellen. Und dann kommen wir jetzt zu einem neuen Kapitel. 1, 2, 3. Und zwar Erzeuger und Vernichter für einteilige Zustände. Ja, also bisher hatte ich keine weitere Voraussetzung gemacht. Das heißt, alles, was wir über einteiligen Zustände und Impulsoperatoren Translation gesagt haben, gilt exakt und allgemein in jeder Quantenfeldtheorie, auch mit Wechselwirkung. Aber jetzt in diesem Unterkapitel werden wir freie Teilchen betrachten, die keine Wechselwirkungen haben. Und dann fordern wir mal, dass es Zustände gibt mit unterschiedlicher Teilchenzahl und wollen diese Zustände quantenmechanisch beschreiben. Unsere Forderung ist also, es existieren Zustände mit 0 Teilchen, 1 Teilchen, 2 Teilchen, 3 Teilchen und so weiter bis unendlich. Also mit beliebiger Teilchenzahl. Muss ja a priori nicht gelten, aber das fordern wir jetzt. Als Bezeichnung nennen wir die dann so, dass wir hier einen Zustand 0 haben, das ist das Vakuum mit Teilchenzahl gleich 0. Dann Einteilchenzustände vom Teilchentyp A, sagen wir A, P, das sind dann Einteilchenzustände und so weiter. Und dann hätten wir im Allgemeinen mehr Teilchenzustände, zum Beispiel sogar von unterschiedlichen Teilchentyp. Sagen wir Teilchentyp A1 mit Impuls P1, Teilchentyp A2 mit Impuls P2 und so weiter bis hin zu Teilchentyp AN mit Impuls PN. So ein Mehrteilchenzustand. Die Theorie soll alle diese Zustände eben enthalten. Also mit Teilchentypen A1 bis AN. Und diese Teilchen seien frei. Und wechselwirken nicht miteinander. Dann wissen Sie aus der statistischen Mechanik, dass es zwei Möglichkeiten für solche Mehrteilchenzustände gibt, nämlich entweder bosonische oder fermionische Zustände. Da muss man sich für eins entscheiden, aber wir entscheiden uns noch nicht, wir lassen das offen. Das heißt, die Zustände sind entweder symmetrisch unter Teilchenvertauschung, mit anderen Worten bosonisch, oder antisymmetrisch, mit anderen Worten fermionisch. So, und ganz allgemein wissen Sie, dass man einen Hilbertraum, der diese Struktur hat, mit unterschiedlicher Teilchenzahl, als Produktraum geschrieben werden kann von einteiligen Räumen. Und so einen Produktraum bezeichnet man als Fockraum. Also das bezeichnet man. Als einen Fockraum. So, und dann ist eine wichtige Eigenschaft
dieser Vakuumzustände, dass sie alle Impulseigenzustände sind bezüglich des Gesamtimpulsoperators der Theorie. Der Gesamtimpulsoperator, groß Pnü, angewendet jetzt auf so einen Zustand. Ich schreibe es mal kompakter, lass die Teilchentypen weg. Einfach nur so, P1 bis hin zu Pn, n Teilchen mit diesen Impulsen. Dann ist das insgesamt ein Impulseigenzustand und der Impulseigenwert ist die Summe der Einzelimpulse. Also klein P1 plus und so weiter bis plus klein Pn. Insgesamt Lorentz-Index μ angewendet auf diesen Zustand. Und dass diese Gleichung gilt, ist nicht trivial. Denn was die Gleichung bedeutet, ist in der Tat, dass wir keine Wechselwirkung haben. Wenn Sie nämlich Wechselwirkung hätten, dann ist es keineswegs so, dass wenn Sie zwei Teilchen kombinieren, die Gesamtenergie der zwei Einzelenergien ist, sondern Sie haben dann natürlich eine Wechselwirkungsenergie, zum Beispiel ein Potential, anziehend oder abstoßend zwischen den Teilchen, was dann die Gesamtenergie des Systems logischerweise modifiziert. Das heißt, genau diese Gleichung hier drückt aus, dass wir keine Wechselwirkung haben. So, und dann können wir in so einem Fockraum jetzt endlich diese berühmten Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren definieren. Also ich lasse jetzt mal wieder den Teilchentyp weg. Alles gelte jetzt für Teilchen mit dem Teilchentyp A. Wird aber nicht mehr aufgeschrieben. Und dann nennen wir diese Erzeugungsoperatoren A-Decker. Ich weise gleich darauf hin, von der Notation her müssen Sie aufpassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesem Decker oder Kreuz für hermetisch adjungiert und Plus, was auch ab und zu als Index auftaucht. Deswegen malen Sie einen schönen großen Decker da rein. A-Decker von P, angewendet aufs Vakuum, gibt dann per Definition einen einteiligen Zustand mit dem Impulseigenwert P. Und wenn Sie so einen Erzeuger A Decker von P auf einen Zustand mit bereits mehreren Teilchen anwenden, sagen wir mal A1, P1 und so weiter bis AN, PN, dann erhalten Sie einen N plus 1 Teilchen Zustand. Und jetzt muss ich doch den Typ aufschreiben, A, P, A1, P1 bis hin zu AN, PN. Und hier gibt es höchstens noch ab und zu einen kombinatorischen Faktor, wenn einige von den Impulsen gleich sind. Der kombinatorische Faktor ist analog zum harmonischen Oszillator, wo Sie auch solche Faktoren haben, wenn Sie einfach angeregte Zustände bekommen. Als der Impuls gleich einem von diesen anderen Impulsen hier ist. Okay, und diese gesamten Eigenschaften können wir jetzt kombinieren in Vertauschungsrelationen für die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren.
Und dann wird alles, was bisher über Erzeuger und Vernichter und diese Vorkommenzustände gesagt wurde, in drei einfachen Gleichungen zusammengefasst. Also alles kann jetzt formuliert werden durch Vertauschungsrelationen, und zwar folgende, nämlich der Kommutator zwischen zwei Vernichtern. Die Vernichter A ohne Bäcker sind natürlich hermetisch adjungiert zu den Erzeugern. Also Kommutator zwischen zwei beliebigen Vernichtern, entweder Kommutator oder Antikommutator, je nachdem, ob wir Bosonen oder Fermionen haben, der ist 0. Das bedeutet eben, dass die Zustände, die Sie hiermit erzeugen, entweder symmetrisch oder antisymmetrisch, also entweder fermionisch oder bosonisch sind. Und das Gleiche gilt auch für den Kommutator von zwei Erzeugern zu verschiedenen Impulsen. So, das ist 0. Zweitens, der Kommutator oder Antikommutator zwischen A und A Kreuz, der ist eben nicht 0, sondern der erfüllt diese Heber- und Senker-Vertauschungsrelation wie beim harmonischen Oszillator. Und zwar mit genau dieser Normierung, die wir vorhin uns zurechtgelegt haben für Einteilchenzustände, nämlich 2 Pi hoch 3 mal 2 P0 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von P minus P'. Und dann ist das eben letztlich äquivalent zu dieser Normierung, die wir vorhin definiert haben. Und hier, wie gesagt, das Plus Minus gilt für bosonisch bzw. fermionische Teilchen. Und dann die Beziehung für die Impulse können wir komplett erfassen durch diesen Kommutator, nämlich von dem Gesamtimpulsoperator groß P μ und einem Erzeuger A Kreuz von klein p. Und hier ist es immer der echte Kommutator. Das ist gleich der Eigenwert klein p μ mal dem Erzeuger A Kreuz von p. Und daraus ergibt sich dann, beziehungsweise das ist äquivalent zu dieser Eigenwertgleichung für die erzeugten Vielteilchenzustände. Also das sind die wesentlichen Gleichungen für Erzeuger und Vernichter, die wir in Zukunft auch immer wieder brauchen werden. Und die entsprechen dieser physikalischen Forderung für freie Teilchen und einem Fockraum für diese freien Teilchen. Ein Korollar setze ich hier nochmal drunter, und zwar der Translationsoperator U von 1, A. Der ist ja die Exponentialfunktion des Impulsoperators. Das heißt, ich kann auch jetzt ausrechnen, was herauskommt, wenn ich eine Translation von diesem A-Kreuz-Operator mache, in diesem Sinn, dass ich von rechts und links mit U und U Decker für eine Translation multipliziere. Jetzt müssen Sie nur aufpassen, dieses A ist natürlich ein Erzeuger und das A ist eine Translation A μ, also ein Vierervektor. Bedeutet was völlig Unterschiedliches. Aber auf jeden Fall kommt hier jetzt dann das Analoge raus, nämlich einfach eine Exponentialfunktion e hoch i klein p mal A mal diesen Erzeugungsoperator A Kreuz von p. Das heißt, genau wie ein Einteilchenzustand verhält sich auch der Erzeuger unter einer Translation so, dass er mit einer Exponentialfunktion mit dem entsprechenden Impuls und der Translation multipliziert wird. Und nur als Randnotiz, analoges gilt auch für Lorentz-Transformationen. Aber die Gleichungen für die Lorentz-Transformationen wollen wir jetzt nicht genau diskutieren. Aber Sie können hier eben auch eine Lorentz-Transformation U von Lambda einfügen und dann kriegen Sie hier eine entsprechende rechte Seite. So viel zu Einteilchenzuständen. Das sind technische Grundlagen. Haben Sie hierzu irgendwelche Fragen? Falls nicht, dann kommen wir jetzt zurück zur Physik. Und zwar wollen wir verstehen, warum wir Quantenfeldtheorie eigentlich brauchen und wie Quantenfelder aussehen, wie Quantenfeldoperatoren strukturiert sein müssen,
damit wir eben eine konsistente relativistische Theorie bekommen, die kausal ist, lokal und sinnvolle, allgemein sinnvolle physikalische Eigenschaften hat. Das heißt, wir ziehen die Diskussion der letzten Stunde auf eine technischere Ebene und als Ergebnis der Diskussion kriegen wir dann genau die Anatomie von Quantenfeldern geliefert, die dann zusammenhängen mit diesen Erzeugungsoperatoren.